Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaue Fuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Skyrim in der Special Edition. Ich melde mich wieder brav zurück. Oh, wir haben immer noch den Bug. Ihr seht, ich habe das Spiel wieder neu gestartet. Wie angekündigt habe ich die Füchse noch etwas verbessert. Ich habe uns einen Fox-Follower, also einen kleinen Fuchs, der uns hinterher tapst und mit uns kämpft, eingemoddet. Allerdings nicht den, den ich damals hatte, weil ich den zum einen nicht mehr gefunden habe und zum anderen habe ich einen viel cooleren gefunden. Und zwar ist das ein Magical Eevee, also ein kleines magisches Evoli, das wir in Standards Beacon uns holen können. Es sitzt da ganz traurig und alleine in den Überresten seines ehemaligen Herrchens. Und der kämpft dann mit uns und man kann ihm Salze geben. Wenn man ihm magische Salze gibt, dann verwandelt es sich wie die Evolutions in verschiedene Varianten von sich. Also eine. Oh Scheiße. Eine Feuerversion, eine Eisversion und so weiter. An sich eine voll witzige Idee. Und deswegen, da einfach da ein bisschen Magie auch dabei ist und das Ganze auch ein bisschen spannender ist, habe ich dann den genommen. Allerdings weiß ich noch nicht, wo dieses Beacon-Ding ist, aber wir werden das rausfinden. Ich habe es mir auf der Map rausgesucht. Also nach dieser Quest und dem Drachendings Sohn retten, was auch immer wir da gerade machen, machen wir uns dann dran, den Fuchs eben fix einzusammeln, damit wir den dabei haben. Zusätzlich habe ich die Texturen der Füchse neu runter, also mir andere Texturen runtergeladen, weil man muss es einfach sagen, wie es ist. Die Füchse in Skyrim sehen halt nicht aus wie echte Füchse. Die sind viel zu farblos, viel zu ausgewaschen und deswegen habe ich einmal einen Mod organisiert, der die Füchse, vor allen Dingen auch die Rotfüchse, auch wirklich aussehen lässt wie ihre echten, ja, lebenden Gefährten. Vorbilder. Wenn ich jetzt da runtergehe, komme ich wahrscheinlich nicht wieder hoch, wa? Naja, wer hätte es gedacht? Wo bin ich hier? Und warum sind hier so viele Leute? Achso, das hat mich jetzt einmal im Kreis geführt. Alles klar. So, dann gehen wir eben raus. Vielleicht finden wir auch draußen mal einen Fuchs und können wir gucken, ob es auch geklappt hat. Die Mods sind alle leider für die normale Edition. Es hat zwar nichts gemeckert, aber mal gucken, ob die dann auch überhaupt funktionieren. Oh, sag bloß, du lebst wieder. Du siehst ja so aus, als würdest du wieder laufen. Komm her. Ja, komm mal her. Du kannst ja wieder laufen. Oh, er hat sich wieder normalisiert. Er kann wieder laufen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Wo sind wir denn jetzt gerade auf der Map? Muss gerade mal gucken. Oh, das ist gar nicht so weit weg von hier. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Da ist das Ding. Windhelm. Hier unten muss eigentlich irgendwo eine Stadt sein. Ich sehe sie aber nicht. Das ist Windhelm. Haut das hin? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Gibt es noch mehr Städte, die so ein Symbol haben? Ich hätte das eigentlich eher so hier irgendwo eingeordnet. Aber das scheint das zu sein. Windhelm. Dann wäre das irgendwo hier. I'm not sure, Leute. Aber warte mal, hier ist die Stadt. Oh, nee. Das ist Riften und dann noch weiter hier hinten. Hier hinten ist das. Also ungefähr so da. Wir können schon mal eine Markierung da setzen. Da müssen wir hin. Ist aber gar nicht so verkehrt, weil ich wollte ja eh nach Riften insofern. Und wir sind auch sehr nah an Riften dran. Wenn ich überlege, dass wir mal irgendwo in diese Richtung wollten und jetzt hier sind. Ja, ne? Warum nicht? Eigentlich wollte ich doch mal nach Windhelm. Ja, wir lassen uns Zeit. Ne? So ist es ja nicht. So, ganz gemütlich. Wir sind auch nicht auf der Flucht, ne? Das Spiel läuft hier so munter weiter. Da werden wir noch sehr viel Freude mit haben. So, ich muss jetzt einmal einen Fuchs sehen, Leute. Wir müssen einmal einen Fuchs ausfindig machen und gucken, ob der jetzt eine schöne neue Textur bekommen hat und jetzt viel fuchsiger aussieht. Hoffen wir das Beste. Bin ich jetzt auf dem richtigen Kurs? Warte mal, Journal. Bringe das Ahnenschild zurück. Ja, wir sind auf dem richtigen Kurs. Das heißt, wir wandern jetzt nochmal wieder den Weg zurück. Wir können uns auch teleportieren eigentlich, aber dadurch, dass ich gucken will, ob die Füchse gut aussehen. Da ist einer, da ist einer. Nein, da ist keiner. Ich dachte, da wäre einer. Aber wir können die Erzadern unterwegs nochmal mitnehmen. So, es gab auch noch einen anderen Mod, den fand ich auch ganz witzig. Ein Wölfchen. Füchse sind ja hier... Oh, ein Wölfchen. Ganz viele Wölfchen. Füchse sind ja in Skyrim als Beutetiere definiert, was in der Regel ja auch stimmt. Aber auch Füchse müssen mal essen. Und dann gab es einen Mod, der dafür sorgt, dass wenn ein Fuchs einen Hasen sieht, er den dann auch hinterher jagt. Und versucht halt zu fressen. Was ja durchaus auch Sinn ergibt. Auch ein Fuchs muss einmal etwas essen. So. Dann gehen wir mal hier durch den schönen Wald. Das sieht ja also wirklich muckelig aus hier, ne? Also muss man ja zugeben, das ist schon hübsch hier. Aber ich habe noch keinen Fuchs gesehen. Oh, was ist das da vorne? Das sieht ja auch nach einem sehr fragwürdigen, aber irgendwie auch interessanten Ort aus.
Hier ist doch 100 Pro auch mal irgendwas los gewesen. Das ist doch nicht auch einfach nur so da, dieses Ding. Was ist denn hier mal einst passiert? Vor vielen Monden? Man weiß es nicht. Hier sehe ich ein Häschen. Jetzt wäre gegebenenfalls ein Füchschen da. Aber den habe ich nicht installiert. Also ich habe nicht den Füchse jagen alles Mod installiert. Das war mir dann doch nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, dass die gut aussehen. Und nicht so farblos und traurig. Und diesmal greifen wir von oben an. Ich habe übrigens auch immer noch... Ah, guck mal, da ist schon mal ein weißer Fuchs. Sieht der anders aus? Sieht der besser aus? Ein Polarfuchs? Ich bin mir nicht sicher. Könnte aber gewesen sein. Könnte sein. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber... Warum soll ich jetzt da rein? Ach, schuftet der jetzt in der Mine oder was? So, gehen wir mal rein in die Mine. Dampfbrandmine, da waren wir ja auch noch nicht drin, ne? So, nochmal ein Tau. Hier dürften ja keine Gegner drin sein. Das dürfte ja eine ganz normale, gechillte Mine sein. Die Truhe ist leer. Darf ich denn Pilze pflücken? Das ist okay. Erze abbauen ist auch okay. Ja, da haut mir auch keiner aufs Maul. Das ist in Ordnung. Dann gönnen wir uns das doch mal. Moin, du, ich habe dein Schild gefunden. Dieses ganze Gerede über Drachen macht die Leute nervös. So ein Unsinn. Du, ich habe einen gesehen. Ich werde nicht sagen, ne? Ich habe die Metbrauereien von Rifthorn oft besucht, als ich noch jung war. Ich wünschte, ich hätte deren Händchen. Ich habe euer Schild gefunden. Der Schild meines Clans. Also ist Lenny wirklich in diese Höhle gestolpert und von Monstern gefressen worden. Um sein Andenken zu ehren, möchte ich euch nun ein paar Schildtechniken zeigen. Und sagt Bescheid, wenn ihr die Stadt verlasst. Ich würde gerne auf Reisen gehen. Willst du mit oder was? Ah, das ist ja cool. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Ja, aber das ist ein Versager. Ich sag dir, wie das ist. Du, hier trennen sich unsere Wege. Du hast das nicht drauf. Ich bin noch da. Ja, hier trennen sich unsere Wege. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Oh, tschüss, ne? So, du kannst mit Rogi. Die Götter über eure... Vergeuden wir keine Zeit. Läuft. Rogi Notbeard. Jetzt heißt er auf einmal Englisch. Auch mal nicht schlecht. Verzeichnis der Rüstungsverzauberung. Das klingt schon mega langweilig, deswegen werden wir das jetzt nicht lesen. Wein. Ich darf ja offensichtlich alles mitnehmen. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung, dass euch das nicht stört. Aber ich habe auch hart für euch gearbeitet. Ich habe ihm ja auch sein Schild gegeben. Er gehört jetzt ja zu uns. Insofern ist er jetzt ja kein, in Anführungszeichen, Feind mehr. Der müsste ja uns ja wohlgesonnen sein, wenn wir uns hier so ein bisschen was unter den Nagel reißen. Dient ja nur der Sicherheit. Welcher Sicherheit, weiß ich noch nicht so genau. Hauptsächlich unserer, aber das muss man so ja nicht verkaufen. So, wo ist denn hier der Mann, ne? Hier ist, irgendwo muss hier ein Mannequin sein, der äußerst unhöflich ist. Ich will den noch kennenlernen, bevor wir hier abhauen. Der muss ja hier irgendwo sein. Jetzt sind wir ganz tief. Da ist er. Das wird er wohl sein. Wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal hin. Da müssen wir hier einmal drum rum. Oh, da unten sehe ich schon ganz viel tolles Erz. Das nehmen wir auch erstmal mit, bevor ich es vergesse. Noch mehr Erze. Pilze. Hier sind noch Erze. Aal mitnehmen, ne? Aal mitnehmen, was geht. Erz ist immer wichtig. Erz ist immer gut. Das kann man immer gebrauchen. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Das führt uns also da wieder nach oben. Dann sind wir jetzt wieder am Eingangsbereich, wo wir gerade eben waren. Und können dann hier nochmal einen zweiten Anlauf starten, mit dem Typen zu reden und vielleicht nicht nach unten zu springen, weil uns glitzerndes Erz dazu nötigt, das zu tun. Ja, es war einfach, es war halt da, ich wollte es mitnehmen, ich konnte nicht widerstehen, ich wollte es haben. So, guck mal, da ist noch mehr Erz. Nehmen wir mit. So, dann da entlang. Na, guck mal, da sind wir auch wieder hochgekommen. Naja, man will sich ja auch mal ein bisschen umgucken, ne? Moin! Wie geil die da. Ich klau die erst aus Erz. Ach, oh nein. Anlegt, bekommt ihr großen Ärger. Ja, auf dich hab ich keinen Bock. Nee, tschüss. Ich leg mich auch nicht mit dir an. Ich will auch nicht mal mit dir reden. Du bist, wie sagen wir bei uns im Game, ein Wichsgrübbel. Das wäre so, ja, so nennen wir solche Leute. Wichsgrübbel. Und deswegen, ne? Lassen wir das mal. Weiter geht's. Mit so Leuten wollen wir uns gar nicht abgeben. Wir haben jetzt hier unseren Notbeard. Knoten sind immer gut. Und wenn man die Bart hat, warum nicht, ne? Los geht das, würde ich mal sagen. Zack, Himmelsrand, auf geht's. Wir müssen dann jetzt... Ich habe immer noch nicht den Mann kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist.
Oh, es wird schon langsam dunkel. Oh, guckt euch diese Lichtstimmung an. Ist das man schön oder ist das man schön? Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Alter Mann, einfach so grundsätzlich Leute anzudissen, finde ich halt einfach auch nicht in Ordnung, ne? Bist du der Mann? Bist du der Mann? Ärger oder so? Nö, oh, guck dich mal an, wie hübsch das hier aussieht. Ist ein bisschen agro, ne? Erinnert ein bisschen an den Blutmond von, hier, Breath of the Wild. Aber läuft so. Ich glaube, jetzt mir hier noch die Hühnereier und dann hauen wir auch ab. Komm her, ich will das Ei. Irgendjemand muss ja auch Omelette morgens mir machen. So, Journal. Dann sind wir hier erstmal durch und machen jetzt wieder den Vermissten. Reise nach Solstheim und triff irgendwen. Bin ich jetzt auf Kurs? Ich soll irgendwo jemanden treffen, aber... Hier geht es, glaube ich, erstmal nach Windhelm. Einfach geradeaus nach Windhelm. Dann waren wir wenigstens auch mal in Windhelm. Dann können wir dahin reisen. Schnell reisen, das ist nicht verkehrt. So, wo muss ich lang? Einfach dem Weg folgen. Gut, wir folgen jetzt erstmal dem Weg und gehen nach Windhelm. Ist zwar eigentlich gar nicht der Plan gewesen, aber schadet ja nicht. Wir müssen irgendwie in diese Richtung. Ach, weil der Typ nicht mehr in einem Ort ist, wird er mir jetzt auf der Map als Pfeil dargestellt. Ah. Warte mal. Der vermisste Triff. Ovelstein in der Festung Nordwacht. Reise nach Solstheim. Oh. Nordwacht, ne? Das wird gleich da vorne sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Es ist sehr nördlich, es ist sehr wachtig gelegen, das passt schon. Jetzt aber erstmal nach Windhelm. Da gibt es auch wieder einen Stall davor, ein paar Stallungen. Da sind sie auch schon. Boah, ist aber schlagartig von sehr angenehm warmem Rot auf sehr kalt und eisig gewechselt. Das muss ich aber mal sagen, du. Moin! Bei dir all gut, oder was? Ulundil. War ich euch im Weg? Nö, nö, all gut, all gut. Ich wollte nur deine Stelle bewundern. Und jetzt einmal gerade hier nach Windhelm reingehen. Einfach nur, damit wir mal da waren. Wir werden diese Stadt erst später erkunden. Nur dann haben wir sie schon mal auf der Map. Wobei, die Stelle reichen ja eigentlich. Dann weiß ich auch, dass sie noch nicht da war. Ist vielleicht besser. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich müsste jetzt schon irgendwie auf der Map mal sehen, wo denn der Mowgli ist. Ach, du meine Fresse. Was macht er denn da hinten? Ach, scheiße. Deswegen haben wir das, glaube ich, nicht weitergemacht und wollten erstmal... Naja, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir haben dann doch nicht das gemacht, sondern... Das haben wir gemacht. Reise nach Solstheim. Das war dann der Plan. Und das ist nämlich gleich hier. Windhelm? Solstheim? Okay. Was, die sollen nach Solstheim reisen? Warte mal. Drachenblut. Ich wurde von einigen Personen angegriffen, die behaupten, für einen gewissen Mirak zu arbeiten. Ich muss herausfinden, warum sie mich töten wollen und sollte in Windhelm nach dem Schiff suchen, das mich nach Solstheim bringt. Nee, das ist ein bisschen arg früh. Das Hören von Jürgenwindrufer. Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, Wort der Macht des Schreins zu erlernen, ja, dann wäre das jetzt angebracht. Bringe das Horn von Jürgenwindrufer in deinen Besitz. Weil das hier bringt uns schon zum ersten Add-on. Und ich mag zwar Solstheim und ich finde auch die Insel echt geil, weil es halt wieder Morrowind-Feeling hat, es hat wieder die Morrowind-Melodien, die Morrowind-Gegner. Aber das ist noch ein bisschen früh. Das muss jetzt noch nicht sein, ne? Wir machen jetzt das hier. Wir machen eben fix die Main-Quest weiter. Das ist schon nicht verkehrt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh Mann. Das bringt uns alles in diese Richtung hier irgendwie. Mortal. Dämmerstern. Dämmerstern. Oh Gott. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns jetzt erstmal unseren Fuchsbegleiter. Komm. Ich wollte ja eh nach Riften. Dann würde ich sagen, dann schmeißen wir den ganzen Kack jetzt weg. Gehen jetzt erstmal nach Riften. Das ist nämlich gleich da hinten. Das ist ja nicht weit weg, ne? Eben fix halt hier einmal durch den Wald durch. So ein bisschen latschen. Gehen dann erstmal nach Riften. Dann können wir alles in Riften machen, weil Riften einfach geil ist. Und uns hier auch den Fuchs holen. Und wenn wir dann mit Riften fertig sind, dann setzen wir unsere Main Story fort. Dann sind wir auch leveltechnisch ein bisschen höher und so. Dann dürfte das alles eigentlich kein Problem mehr sein. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Gehen wir von hier aus hier den Weg hoch? Oder teleportieren wir uns nochmal nach Irisstead? Da waren auch noch diese beiden Viecher, die wir noch machen könnten. Die zwei Gräber. Eigentlich will ich erstmal nur den Fuchs haben, ne? Ja. Oh, ist schwierig. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder wir machen halt wirklich doch erst kurz diesen Main Quest. Dann müssen wir halt aber echt... Das ist ein gutes Stück. Da würde ich sagen, gehen wir von hier einmal dahin. Dann haben wir Dämmerstern. Von Dämmerstern dann hier halt entlang. Holen uns eben fix das Horn vom Windrufer. Dann haben wir das erstmal. Können dann auch gleich Mortal die Stadt erkunden. Dann haben wir die auch einmal auf der Map. Und können uns dann weiter um Riften kümmern. Oh, das ist schwierig.
Na komm, scheiß drauf, Alter. Nix mit Main Story, wir gehen jetzt nach Riften. Ich will nach Riften. Fertig. Ich will jetzt nach Riften und dann ist es jetzt so. Und dann gehen wir jetzt von Iverstead dahin. So sieht das jetzt aus. Man muss nicht immer die Main Story machen. Man kann auch einfach mal seinen eigenen Weg gehen. So sieht das nämlich aus. Jetzt gehen wir kurz pennen. Hier wird doch... Hallo? Ach ja, das war der Kultist, der mich umbringen wollte. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Iverstead? Iverstead? Ich besuche Iverstead, weil ich jetzt einmal kurz schlafen muss, damit wieder Tag ist. Oh. Ja, so. Ich hoffe ja, dass bei dem Bekloppten im Haus einfach ein Bett steht, das wir einfach so benutzen können. Ihr erinnert euch noch? Der seine Schwester verloren hat. Kann ich dein Bett einfach so benutzen? Ja. Och Mann, ich darf nicht in fremden Betten schlafen, solange die Leute noch da sind. Was machst du denn da? Mein liebster Saufkumpel. Ja, moin. Ich wäre jetzt echt gerne in deinem Bett einfach hätte ich geschlafen, aber naja, ich weiß, dass du das nicht magst, also lassen wir das. Ich will jetzt nicht des Nächtens dahin latschen, weil die Gegend hier einfach sehr schön ist. Und deswegen lasst uns mal dann eben fix kurz ins Inn gehen. Das ist das Inn. Dann schlafen wir halt hier kurz für ein bisschen richtige harte Euros, Goldstücke. Und machen uns dann auf. Ich hätte gerne ein Zimmer. Braucht ihr ein Zimmer? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Cool. Welches denn? Ich zeige euch euer Zimmer. Oh ja, das ist cool. Hier entlang. Zeig mir mal den Weg, ne? Zeig mir mal, wo ich denn hin muss. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Wie, das ist kein Einzelzimmer. Ich zahle Kohle und dann liegt da jemand? Na, geil. So, 1, 2, 3, 4. Boah, mach mal ruhig 6 Stunden. Wir wollen ja auch ein bisschen uns erholen, ne? So ist das ja nicht. So ist das ja nicht, ne? Ja, gut. Das war bis jetzt ein sehr unproduktiver Part. Bis jetzt habe ich nur darüber überlegt, was wir denn machen können. Aber ich habe mich jetzt entschieden. Wir gehen jetzt nach Riften. Nicht wie ein Pilger aus. Frag mich das noch einmal, wer, und dann raste ich aus, so. So. Ich will jetzt schön... Also wir könnten auch diese Grabdinger eben fix einmal erkunden. Oh, das ist so viel zu tun. Nein, wir gehen jetzt nach Riften. Wir gehen jetzt nach Riften, weil ich da jetzt hin will. Fertig. So sieht's aus. Wo müssen wir denn lang? Wir folgen jetzt einfach dem Weg. Und zwar... dahin. Hier ist Riften. Bewegen. Ich kann dann schön mal einer Markierung folgen. Dann kann nichts schief gehen. Und ihr seht, wie hübsch das ist. Das sind wir natürlich erstmal ein bisschen unterwegs, weil jetzt latschen wir da wirklich halt hin. Aber das lohnt sich. Weil Riften ist schön. Wir können dabei ein bisschen hier die Gegend erkunden. Ist ja nicht verkehrt. Und ja, es gibt auch einiges zu sehen. Hier ist zum Beispiel ein Höhlchen. Das Problem ist, sobald ich jetzt zu diesem Höhlchen latsche, werden wir gleich wieder abgelenkt. Wir fokussieren uns jetzt mal auf Riften. Ich will jetzt einfach wirklich mal nach Riften. Ich höre einen Bär, das gefällt mir gar nicht. Einfach abhauen. Scheiß auf den Bär. Mich alle in Ruhe. Ich will nur nach Riften. Einmal eben durchschlagen dahin. Dann machen wir nämlich erstmal mein Lieblingsstädtchen. Ist natürlich dann etwas schade, weil dann haben wir es auch hinter uns schon, mein Lieblingsstädtchen. Aber soll mir recht sein. Riften, da lang. Dann können wir uns da nämlich auch unseren Fuchsbegleiter holen und dann wird alles gut werden. Oh oh. Scheiße, 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 scheiße. Mir fällt gerade an, ich kann ja Drachenschreie. Wow, 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 wow. Kommst du auch runter oder was? Ich bin mit Pfeil und Bogen bin ich ja nicht so dabei. Ich hau die eigentlich immer lieber. Wenn die denn landen. Ja, geil. So ist vernünftig. Oh, nicht ein Eisen, nicht ein Eisen, nicht ein Eisen, nicht ein Eisen. Okay, wir haben den Drachen kaputt gehauen. Aber auch nur durch Rogis Hilfe. Kommen hier noch so ein Band Wölfe dazu. Muss ja so bleiben. Eben fix mal so eine Seele aufnehmen, ist nicht verkehrt. Und ein paar Drachenknochen. Oh, da verliert auch ordentlich was an Kohle. Da ist unsere Nacht in dem schönen Schlafzimmer. Oh, Drachenseele aufgenommen. In diesem schönen Inn auch schon wieder raus. Preislich, ne? So, jetzt aber trotzdem mal weiter nach Riften. Weiter nach Riften. Oh, oh, Bergblumen. Alle sammeln, was geht, ne? Alle sammeln, was geht. Wir haben auch immer noch keinen Rotfuchs wieder gesehen. Ich kann also noch nicht sagen, ob das mit meinem Mod überhaupt funktioniert hat. Ich weiß auch noch nicht, ob der andere Mod halt funktioniert. Ich hoffe es. Oh, da vorne läuft was. Oh, ja. Hahn, ich habe jetzt gerade keins. Ich muss diesen... Alter, wenn dieser Bär jetzt den Fuchs tothaut, ich kann es nicht fassen. Ja. Du kleiner Wichsmüppel, ey. Gibt's denn sowas? Es wird wirklich Zeit, dass wir uns unseren magischen
unser magisches Füchschen holen. Hat er jetzt einfach den armen Fuchs tot gekloppt? Wo ist denn der Fuchs? Da liegt er. Und siehst du jetzt anders aus? Leider bist du da so reingeklippt. Ich glaube aber schon. Oh, ein Fuchspelz. Oh. Armes Füchschen. So, ihr habt den Hahn gehört, ihr wisst, was es bedeutet. Sehr traurig geht die Folge zu Ende. Ich bin wirklich unglücklich, aber es hilft mir nichts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und machen uns erstmal weiter auf Richtung Riften. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.